Ja, liebe Freunde, wenn ich daran erinnere, dass wir am 31. Januar letzten Jahres diesen jetzt amtierenden Vorstand gewählt haben und wenn ich mich dann erinnere, in welchem Zustand diese meine Piratenpartei im Januar letzten Jahres war, dann darf ich wirklich mit Stolz für unseren Landesvorstand feststellen, diese Partei ist wieder stark, sie ist wieder da und sie ist wirksamer als im letzten Jahr. Und das habe ich meinem mit mir Amt Zusammenarbeit im Landesvorstand zu verdanken. Auf eine Einzelwürdigung komme ich im Laufe meiner Rede aus aktuellem Anlass noch zurück, aber es ist tatsächlich toll, aber es ist auch deswegen toll, weil ihr so gut mitgezogen habt. Christian hat angekündigt, das wird etwas länger als sonst werden. Das ist sonst nicht so meine Art. Ich versuche mich relativ knapp und kurz zu halten. Das ist mir heute angesichts der Umstände, die uns zurzeit begleiten, einfach unmöglich. Ich habe mir deshalb vorgenommen, ein wenig auszuholen, ein wenig in die Geschichte zurückzugehen und dann deutlich zu machen, warum es uns braucht. Und ich möchte damit anfangen, dass wir einen Piraten unter uns haben, der schon vom Bundesvorstand ganz besonders geehrt wurde, der im so verstandenen Sinne eigentlich ein Piratenopa ist, obwohl er erst im März Vater wird, zwar im richtigen Leben Vater wird. Und das geht um Uli König, unseren ersten Landesvorsitzenden, der 2007 am 16. Dezember 2006 diesen Landesverband mitgegründet hat, zusammen mit anderen, die teilweise noch an Bord sind und die teilweise von Bord gegangen sind. Uli, wir haben dir und dem tatsächlich unglaublichen Aufbaueinsatz von Klaus Petersdorf, von Sven Jörns und anderen Leuten zu verdanken, dass es uns überhaupt gibt. Man muss sich das vorstellen, was Uli auf den Weg gebracht hat, übrigens auch mit Sven Krumbeck zusammen. Eine Partei, die damals keine Stimmen hatte, zu gründen mit einem Landesverband, wo nichts da war. Einfach, weil man politisch überzeugt davon war, dass das, was man will, richtig ist und dass man es tun muss. Und das ist umso bemerkenswerter, als dann im Juni 2009 ist man dazu gekommen ist, dass die Piratenpartei bei der Europawahl 0,9% abgebissen hat. Und da muss man noch Folgendes sagen. Die Piratenpartei Schleswig-Holstein war nach den drei Stadtstaaten die Partei, die die sechststärkste Kraft hierzulande war. Beim ersten Anlauf, das muss man sich ja mal vorstellen. Das hat Uli mit seinen Leuten auf den Weg gebracht. Ich erwähne das deshalb, weil Uli und ich uns dann ein bisschen später erst kennengelernt haben, und zwar im Wahlkampf 2009 bei einem Fotoshooting rund um den Landtag. Und da waren auch Leute wie Thorsten Krahn, der legendäre TJ da, wir haben das Presseteam gebildet. Und das war damals eine ganz andere Zeit als heute. Ich will das nicht unter dem Kapitel Opa erzählt vom Krieg zusammenfassen, aber es sind Fehler gemacht worden, die wir heute teilweise immer noch machen und es sind gute Sachen gemacht worden, die wir heute teilweise besser machen. Ich möchte mal erwähnen, wir hatten da Plakatkampagnen, für die war ich verantwortlich, die waren inhaltlich genial, aber die waren grafisch und werbetaktisch völliger Unfug. Wie kann man auf die Idee kommen, auf einem weißen Plakat eine 2-Euro-Münze großflächig abzubilden, die ein bisschen auf die Kippe zu stellen und dann nur zu schreiben, Freiheit ist keine Randnotiz. Die Botschaft versteht jeder Pirat. Aber versucht das mal mit Tempo 50 an der Straße zu erkennen, das war schlichtweg unmöglich. Aber wir hatten auch gute Plakate. Und dieses gute Plakat von damals ist eigentlich der rote Faden meiner Rede. Wir hatten ein Plakat, das hat Kati mir eben erzählt, hat sie bei sich in der Garage noch hängen. Und das hatte die Überschrift, diese Partei sollte in einer Demokratie überflüssig sein. Das ist die Botschaft, die wir uns mitgenommen haben. Und wir haben tatsächlich am Straßenwahlkampf gesagt, sobald unser Job getan ist, lösen wir uns auf, braucht uns keiner mehr. Das hat bei den meisten Menschen Irritationen hervorgerufen, weil die das von den klassischen Parteien so nicht kannten. Die haben Parteien bisher kennengelernt als Machterhaltungsbetriebe, als Machtbeschaffungsbetriebe, aber nicht als Betrieb mit einem begrenzten politischen Ziel und einem begrenzten politischen Zeitraum. Das war neu. Eine Unterschrift war unter dem Plakat noch, diese Partei sollte in einer Demokratie überflüssig sein. Da stand nämlich noch, gegen den Überwachungsstaat und für das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Schlichter kann man gar nicht formulieren, was wir uns unter einem freiheitlichen Leben vorstellen. Ich möchte in Ruhe mein Leben gestalten, mein friedliches Leben führen. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand einmischt. Ich möchte es bunt gestalten. Ich möchte durch mein buntes Leben diese Gesellschaft bereichern. Und das möchte ich in aller Ruhe tun können, ohne dass ich reglementiert, überwacht oder gleichförmig gemacht werde. Und das ist auch euer Ziel. Dennoch hat das über 3 Jahre gedauert, bis diese politische Arbeit Früchte getragen hat. Und zwar, als wir im September 2012 in den Berliner Senat einzogen. Wir haben auf dem Weg dort immer wieder provoziert
und in ungewöhnlicher Weise auf unsere Themen aufmerksam gemacht. Uli, ich erinnere mal an eine Aktion vom 26. Februar 2010. Da haben wir vor dem Landtag gegen, und das muss man sich das Wort auf der Zunge zergehen lassen, ich muss das auch nochmal genau nachgucken in der Wiki, Jugendmedienschutzstaatsvertrag demonstriert. Ein Ungeheuer, ein Zensurungeheuer, das also damals auf dem Weg war, und der äußere Anlass, uns mit einer Spontandemo zusammenzufinden, war, dass die Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag, wie man es damals nannte, aus parlamentarischen Zwängen heraus diesem furchtbaren Gesetz zugestimmt haben. Wir haben vor dem Landtag ein Lagerfeuer gemacht in einer Feuerschale. Wir haben Grab gegen die Eiseskälte der Politik damals. Wir haben Grablichter aufgestellt gegen die Rede- und Meinungsfreiheit. Und dann kam die Polizei. Und dann kriegte ich ein Verfahren, ein Strafverfahren, wegen des Verstoßes gegen das Demonstrationsstrafrecht an den Hals. Weil man uns einfach nicht abnahm, dass es eine Spontandemo war. Wer in der Lage war, also eine Feuerschale hinzutransportieren, der geht über den Rahmen des Spontanen hinaus. Die Polizei hat keine Ahnung, wie spontan und pfiffig Piraten sein können. Das ist für uns... Ja, es war noch, genau, Sven war auch noch dabei, einige andere waren auch dabei. Wir haben uns aus der Affäre gezogen. Wir haben es ganz einfach gemacht. Der ganze Landesvorstand hat gesagt, das war meine Idee. Nach dem alten Thema, ich bin Spartakus. Und da war es dann so, dass die juristische Kniff dazu geführt hat, dass niemand strafverfolgt werden konnte. Der ganze Landesvorstand hat gesagt, ich habe es angeordnet. Das war meine Idee mit der Spontandemo. Klaus Petersdorf, Uli König und auch die anderen, die mit an Bord waren. Das war der Trick, wie wir rausgekommen sind. Ein anderes wichtiges Thema. Im August 2009, in demselben Wahlkampf, als man Landtags- und Bundestagswahl durchführte, haben wir hier in Neumünster, in dem bekanntesten Nazi-Treff Deutschlands, auf jeden Fall des Nordens, im Club 88, ein Reverse-Graffiti in den Eingangsbereich mit dem Piratenlogo gefräst, am helllichten Tag. Das war eine schweinemutige und geile Aktion, die innerhalb der Piratenpartei nicht überall gut ankam, sagen wir es mal so. Weil einige von uns doch überfordert waren mit der möglichen Reaktion. Die Reaktion war zum Beispiel die, dass der anschließende Stammtisch in Neumünster, den wir unmittelbar danach gemacht haben hier, von Nazis umlagert war und die auch Polizeischutz brauchten. Es braucht also auch persönlichen Mut und persönliches Engagement, wenn man das Richtige tut. Nur haben wir schon 2009 dagegen gehandelt. Und dieses Reverse-Graffiti, das war, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Platte, in der das Piratenlogo ausgesägt war und mit einem Hochdruckreiniger der Boden gereinigt wurde. Dieses Reverse-Graffiti haben wir auch an anderen Stellen untergebracht, zum Beispiel bei der HSH Nordbank haben wir das in den Eingangsbereich in den Marmor gefräst. Und dann kriegte ich einen Anruf, das hat damals TJ gemacht, praktisch vor Ort, kriegte ich einen Anruf als Wahlkampfleiter von einem Polizisten, der mir sagte, das geht so nicht, das ist verboten. Und da habe ich ihm gesagt, so von Kollege zu Kollege, ich gebe mal den Tipp, mal nachfragen, wo das denn verboten ist. Und das würde ich beim Ordnungsamt der Stadt Kiel tun, bevor wir das politisch verarzten müssen. Und wenn das denn falsch war, so kennen wir Politik, lässt die Polizei, nein, die Politik, die Polizei im Regen stehen. Das machte für den Polizeibeamten Sinn. Er rief beim Ordnungsamt in Kiel an und musste dann feststellen, dass das, was wir taten, nicht verboten war. Er sagte mir dann am Telefon, das darf man tun, aber ich finde es trotzdem nicht richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist. Daraufhin habe ich ihm dann gesagt, was können wir dafür, wenn wir kreativer als eure Vorschriften sind. Und da hat er gesagt, dieser Satz ist ja klasse, den schreibe ich mal in den Einsatzbericht. Und so war es dann auch. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass uns schon 2009 klar war, dass wir den Nazis und allen rechten Bestrebungen Einhalt gebieten müssen. Das haben wir übrigens auch in der Nacht zum 1. Mai 2012, eine Woche vor der Landtagswahl, gemacht, als die Nazis hier eine Demo machen wollten. Und wir Wahlplakate von uns genommen haben, umgedreht, die weiße Fläche beschrieben haben mit den Namen von KZ und mit den auf 1000 aufgerundeten, ermordeten Menschen. Entlang der Nazi-Route haben wir das morgens ab 4 Uhr aufgehängt, in unerreichbarer Höhe, übrigens in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes der Nazis. Es war nicht ganz ungefährlich, um es mal so zu sagen. Wir haben es den Weg der Schande genannt. Dieses Video könnt ihr euch noch anschauen. Wir haben uns als Piraten damals schon sehr verdient gemacht im Kampf gegen rechts und gegen die Bedrohung, die von rechts kommt. Damals noch nicht ganz unumstritten bei uns in der Partei, mittlerweile glücklicherweise völlig klar, dass jede Bedrohung von rechts eine piratige Antwort bekommt. Damals waren die Antworten diese. Und damit sind wir wieder beim Punkt, wo das notwendig ist. Und es ist heute durch die AfD genauso notwendig, massiv vorzugehen. Da ist es so, dass diese Partei leider noch gebraucht wird und alles andere als überflüssig ist. Jetzt muss ich mal mein Handy leise machen. Üblich, dass man das vergessen hat. Das gilt übrigens auch beim Thema HSH Nordbank und bei ihrer
Hinterzimmerpolitik, die dazu geführt hat, dass wir jetzt einen Schuldenberg von etwa 17 bis 20 Milliarden erwarten. Nur mal so, das ist in etwa 3/4 der Gesamtverschuldung dieses Landes. Und jetzt sind wir beim wesentlichen Punkt. Auch ohne, dass wir hier formell aufstehen und eine Minute schweigend verharren, versichere ich, dass wir um die Opfer des Anschlages in Berlin am Breitscheidplatz trauern und den Verletzten wünschen, dass sie so gut wie möglich genesen. Genauso ernsthaft und genauso entschlossen versichere ich allerdings auch, dass wir Piraten nicht zulassen werden, dass die Toten von Berlin, Paris und Brüssel wehrlos missbraucht werden, um unausgegorene, demokratiefeindliche Rezepte aus der Orwellschen Giftküche schmackhaft zu machen. Keine Videokamera, keine gesicherte IP-Adresse, kein erfasstes Telefonat hätte Paris, Brüssel oder Berlin verhindert. Vielmehr ist es doch so, dass wir gerade durch den Berliner Terroranschlag wissen um das Totalversagen einer Polizei, die wusste, dass der Attentäter von Berlin ein Gefährder war, vielfach Straftaten begangen hat und unter 14 Aliasnamen unterwegs war. Er war schon erfasst, man hätte handeln können, hat man aber nicht. Und abgeschoben konnte er nicht werden, weil die dafür Verantwortlichen, die mehr in Überwachung und Kontrolle die Lösung sehen als in einer tatsächlichen Organisation der Gefährderbehandlung, bis heute nicht hinbekommen haben. Erstens, ein in solchen Fällen wirksames, zügiges und gerechtes Abschiebeverfahren zu organisieren und gleichzeitig mit den Herkunftsstaaten entsprechend praktikable Rückführlösungen zu vereinbaren. Das hätte man schon lange getan haben können. Hat man aber nicht, weil es ja viel praktischer war, bei uns die Terrorangst zu schüren. Und über diese Terrorangst will ich weiterreden mit euch. 2009, das war im Juni, genau in der Nacht, bevor ich Pirat wurde, wurde die Vorratsdatenspeicherung vor allem als Mittel zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und schwerer Straftaten beschlossen. Bei ihrer neuerlichen Einführung bemühte man vor allem die Terrorgefahr zur Begründung. Und ich nenne sie so, die Speichergeilen haben ihre Tradition und wir haben die unsere. Den Satz vom Wahlplakat 2009, diese Partei sollte in einer Demokratie überflüssig sein, verstehen wir weiter als Auftrag, noch sind wir nicht überflüssig. Die CDU wird traditionell als wertkonservativ und christlich betrachtet. Die SPD war lange die traditionelle Arbeiterpartei. Die FDP hatte, bis wir kamen, das Monopol auf alles, was mit Freiheitsrechten zu tun hatte. Und wir mit unserer erst 10-jährigen Geschichte werden genauso traditioneller als Bewahrer der Privatsphäre und der Bürgerrechte betrachtet. Und das ist uns gelungen seit der Gründung der Partei in der Seabase in Berlin, der Europawahl 2009, vielen weiteren erfolgreichen Wahlkämpfen auf allen Ebenen bis heute, wo wir demoskopisch wieder außerhalb der Parlamente verortet werden. Weil es uns gibt, können Sie Ihren Überwachungsstaat nicht so locker einrichten, wie Sie das im Juni 2009 im ersten Anlauf im Bundestag in nächtlicher Sitzung mit etwas mehr als 40 Abgeordneten abseits der Öffentlichkeit klammheimlich gemacht haben. Weil es uns gibt, können Sie das so nicht wiederholen. Weil es uns gibt, müssen Sie darüber reden. Weil es uns gibt, wird sichtbar, was der Staat vorhat. Und darum ist es auch egal, was die Demoskopen sagen über unser Ergebnis. Und ich sage mal, nahezu egal. Es bleibt unsere Verantwortung, an der Stelle tätig zu bleiben. Und genauso traditionell, ich würde sogar sagen wollen, noch traditioneller werden wir mit dem Begriff Transparenz in Verbindung gebracht. Ich erinnere mich sehr wohl daran, dass Wolfgang Kubicki in den ersten 2, 3 Sitzungen des Landtages von dem Wort Transparenz genervt war, bis zum Abkotzen genervt war. Heute ist das Wort Transparenz eine Selbstverständlichkeit. Von der Bundeskanzlerin bis zum Bundespräsidenten sagen, alle Transparenz ist notwendig, ein Gemeinwesen ohne Transparenz funktioniert nicht. Das ist tatsächlich unser Verdienst. Wir waren es, die erkannt haben, dass nicht der gläserne Bürger hilft, sondern der gläserne Staat hilft, sich mit dem Staat zu identifizieren, sich einzumischen, Bescheid zu wissen, mitzumachen und Demokratie so erlebbar zu machen, wie wir uns Piraten das vorstellen. Der gläserne Staat ist das Gegenmodell von dem, was wir wollen. Wir vertrauen den Menschen und trauen ihnen sehr wohl zu, klug und verantwortlich ihre Geschicke zu lenken, auch außerhalb des Rhythmuses von Legislaturperioden. Dem Umstand tragen wir heute übrigens Rechnung. Wenn ich richtig weiß, haben wir 4 Gastredner von Bürgerinitiativen und anderen NGOs, die ihre Positionen hier vortragen, die weitestgehend auch unsere Positionen sind und wir haben gemeinsam gefochten. Und vor dem Hintergrund ist es für uns völlig selbstverständlich, dass diese Leute hier bei uns das Wort ergreifen können, auch wenn wir nicht bis zum nächsten E-Punkt mit ihnen einer Meinung sind oder sie nicht unserer Meinung sind.
aber zusammen zu streiten hat uns zusammengeführt. Und diese Leute haben uns was zu erzählen und interessante Dinge zu berichten, wie ich weiß. Patrick wird euch dazu Näheres gleich sagen im Anschluss an meine Rede. Nochmal, wir vertrauen den Menschen und wir trauen ihnen zu, dass sie außerhalb des Rhythmuses handeln können. Wir betrachten das als Ergänzung, nicht als Alternative. Wir betrachten es als Ergänzung, dass Menschen Bürgerbegehren, Volksentscheide und andere Elemente der direkten Demokratie bedienen können und stellen uns so eine solidarische, demokratisch funktionierende Gesellschaft vor. Das ist etwas völlig anderes als das, und das ist auch der Grund, warum meine Rede heute ein bisschen länger ist. Ich hätte eigentlich eine ganz andere Rede geschrieben gehabt, aber gestern Abend um 18 Uhr war es notwendig geworden, die in die Tonne zu werfen, weil, noch einmal, das ist etwas ganz anderes, was wir wollen, als das, was der Dschungelkönig der US-Demokratie gestern angeboten hat. Er hat die demokratischen Eliten als Räuber bezeichnet, die sich bereichert hätten auf Kosten des Volkes. Dieser schlimme Populismus ist übrigens auch nicht gerechtfertigt durch den Umstand, dass es tatsächlich in den USA, wie bei uns, menschlich schwache Leute gegeben hat, die tatsächlich zugegriffen haben. Das muss eine Demokratie aber aushalten können, aber das ist nicht ihr Kennzeichen. Er hat es gestern zu einem Kennzeichen erhoben und hat einen Generalverdacht erhoben gegen alle, die vor ihm dort tätig waren. Diese Art von Populismus, und da schließt sich der Kreis, wird von Leuten wie Herrn Höcke und Frau Petri gepflegt. Und das ist die Bedrohung unserer Demokratie. Er löst mit seinem Ansatz, keine Probleme. Er schafft neue und er ist selbst das Größte. Unsere ehemalige politische Geschäftsführerin Katascha Nokun, zu der ich wegen ihres Austritts tatsächlich auch persönlich ein gespaltenes Verhältnis habe, hat aber gestern etwas sehr Kluges auf Twitter gesagt. Sie hat gesagt, im Zusammenhang mit seiner Rede, das ist die schlimmste Inauguration Speech aller Zeiten. Tschüss, weltoffener Westen, war schön mit dir, jetzt regiert Angst und Hass. Und das politisch und sozial genauso wie unser Land gespaltene Amerika hat sich Donald Trump als Lösung gewählt. Er jedoch ist, das habe ich eben gesagt, er ist keine Lösung, er ist ein weiteres Problem. Und bei uns versprechen Menschen wie Höcke und Petri in der gleichen Sprache den Menschen in einem offensiv gelebten Nationalismus die Lösung ihrer Probleme. Und von deren Wahlerfolgen getrieben, passen sich andere Parteien verbal und inhaltlich den rechten Rattenfängern an. Aus etwa 1 Million Menschen, die aus existenziellen Ängsten zu uns gekommen sind und einer verschwindend geringen Zahl von mit ihnen zu uns gekommenen Gefährdern, wird eine existenzielle nationale Angst gemacht. Weit über 1000 Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte in den letzten 2 Jahren sind das vorläufige Resultat. Das meint Katharina Nokun, wenn sie Angst und Hass in ihrem Tweet zusammenführt. Die Angst vor dem Fremden erzeugt den Hass. Der Politik und den Politikern schlägt dieser Hass auch zunehmend persönlich entgegen. Das Ansehen dieser Berufsgruppe ist quasi auf den Nullpunkt angekommen, sonst hätten es die Petris und Höckes nicht so leicht. Die eine Hälfte unserer Gesellschaft lebt bereits in Armut und weiß schon heute, dass ihre Situation im Alter noch schlimmer werden wird. Verlässlichen Zahlen zufolge, und die variieren zwischen 2.500 und 2.366 Euro, müsste man verdienen als Durchschnittsverdienst, um sicher zu sein, dass man im Alter nicht Altersarmut sein wird. Die Definition der Grenzbeträge ist auch noch strittig. Aber so ist es. Und nur wenige Menschen, nicht die Mehrheit der Menschen, erreicht dieses Einkommen. Das wissen wir. Die Menschen werden versorgt von Tafeln, die ausgesonderte Lebensmittel zusammensammeln und ausgeben. Diese Tafeln sind mittlerweile so überfordert, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr wahrnehmen können, weil so viel Bedarf da ist, so viele Menschen bedürftig sind und gleichzeitig so wenige Menschen helfen können. Ein schlimmes Zeichen für eine Gesellschaft, dass Tafeln in den Ersatz für staatliche Leistungen treten müssen. Explodierende Mieten sorgen für eine Ghettoisierung unserer Städte. Die Menschen können sich nicht mehr leisten, dort zu leben, wo es schön ist zu leben. Die werden in den Rand gedrängt, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wohnlich. Jedes zweite Kind lebt in Deutschland in Armut. So, und vor diesem Hintergrund kommt Tim Höttges, der Chef der Telekom AG, daher und fordert zum zweiten Mal innerhalb von 12 Monaten das bedingungslose Grundeinkommen. Kommt man da denken, ist ein kluger Mann. Aber er ist nicht unterwegs wie Götz Werner von den DM-Märkten, der in dem tatsächlich eine gesellschaftliche Alternative sieht. Nein, Tim Höttges hat vor einem Jahr in der Zeit wörtlich gesagt, wenn wir das BGE nicht bekommen, werden die Menschen auf die Barrikaden gehen. Mit anderen Worten, er versteht es als soziales Sedativum. Das Volk soll durch das Geld ruhiggestellt werden. Der Menschenwert, der sich außerhalb
eines Wertes von Konsumfähigkeit und von äußerem Ansehen definiert nach unserem Menschenbild, spielt dabei keine Rolle. Und exakt vor diesem Hintergrund ist die Sicherheitsdebatte auch eine Debatte, die wir Piraten sonst als Eichhörnchen nennen. Jeder von den Piraten weiß, was das bedeutet, den anderen muss ich es eben erklären. Das machen wir als Piraten, wenn wir argumentativ in der Defensive sind, nicht weiter wissen, dann sagen, oh guck mal, das Eichhörnchen. Damit unterbreche ich den Gesprächsfluss meines Partners und gleichzeitig nehme ich ihm auch den Redefluss und lenke den Blick vom wirklich Wesentlichen ab. Und genau das will die Angstdebatte aktuell auch. Die Angst lenkt vor Terror ab und lässt existenzielle Ängste kleiner erscheinen. Das kann, und das wissen wir alle, wie wir hier sind, auf Dauer so nicht funktionieren. Und das wird auch nicht funktionieren. Und deshalb wiederhole ich das, was auf dem zentralen Wahlkampfflyer der Piratenpartei von mir zu lesen ist an dieser Stelle. Der innere Friede in unserer Gesellschaft ist durch ihre soziale Spaltung stärker bedroht als durch jeden Terrorismus. Die soziale Spaltung ist durch das Recht auf eine sichere Existenz und Teilhabe, Bildung und ein Staatswesen, das alle mitgestalten können, überwindbar. Unser Wahlprogramm, auf das ich mächtig stolz bin, und da möchte ich nochmal kurz abseits meiner Rede ein bisschen ausholen, ich hatte diese Woche zwei Podiumsveranstaltungen. Und dort haben sich die Organisatoren die Mühe gemacht, in die Wahlprogramme zu schauen. Ich darf euch mitteilen, also bin ich stolz drauf, wir sind die einzige Partei, die alle gefragten Programmpunkte bedienen konnte. Beispielsweise am Donnerstagabend hatten wir eine Podiumsdiskussion beim Verband der Ersatzkassen, hochkarätig besetzt. Heiner Gag, Bernd Heinemann, alle großen Gesundheits- und Sozialpolitiker waren da und man hat festgestellt, dass die FDP so gut wie nichts vorzuweisen hat, außer der Abschaffung des Gesundheitsstärkungsgesetzes. Ja, also es war wirklich toll und wir haben gute Arbeit geleistet letztes Jahr im Sommer, die wir heute finalisieren wollen. Das wollte ich nur mal am Rande erwähnen, außer meines Protokolls. Unser Wahlprogramm gibt auch ganz, ganz tolle Dinge. Ja, und ein ganz wesentlicher Baustein ist dabei natürlich, jetzt genau aufpassen, eine duale Überleitung gelungen, ist dabei natürlich alles, was natürlich ist. Natur, Umwelt und Umweltschutz und Landschaft Landwirtschaft. Ich muss mal gerade meine Frau bitten, dafür zu sorgen, dass ich die Tasche herbekomme mit einer gewissen Gabe. Zum Ende meiner Rede habe ich mir nämlich das ganz bewusst ausgesucht. Umwelt, Landschaft, Naturschutz und Landwirtschaft. Weil ich so eine elegante Überleitung habe, Andreas Halle, den Dank der Piratenpartei Schleswig-Holstein und meinen ganz persönlichen Dank auszusprechen. Dieser Teil unseres Programms, lieber Andreas, trägt deine Handschrift und es wäre niemals ohne dich so gut geworden. Danke für deinen Fleiß und deine Kompetenz schon mal an dieser Stelle. Andreas, deine Handschrift findet sich aber auch an anderer Stelle. Du hast als einer der fleißigsten von uns im Landesvorstand immer wieder gemahnt, dass wir uns und unsere Leute nicht verbrennen dürfen. Dass wir mit der Motivation nicht so umgehen dürfen, als wenn es ein unerschöpflicher Quell wäre. Das ist sie nämlich nicht. Wir haben letzte Woche hier zusammengetagt mit den Spitzenkandidaten. Du warst sehr zornig am Anfang der Veranstaltung und hast gesagt, wir können nicht so handeln, wir können so nicht weitermachen. Und wir haben darauf reagiert, weil wir auch zuhören und haben gesagt, okay, wir müssen mit unseren Leuten vorsichtig umgehen. Wir beschließen, dass wenn eine Aufgabe nicht erfüllt werden kann, sie lieber wegfällt, als dass wir irgendjemanden verbrennen und überfordern. Das hat Andreas eigentlich die ganze Zeit über unseren Landesvorstand getragen und damit hat er etwas bedient, was wir auf unseren T-Shirts 2012 hatten. Ihr erinnert euch, da stand drauf, Politik mit einem menschlichen Antlitz. Niemand in diesem Landesvorstand hat das mehr gelebt als Andreas Halle, der leider heute aus dem Landesvorstand ausscheidet. Die Piratenpartei Schleswig-Holstein dankt dir auch dafür nochmal. Ganz, ganz herzlich, Andreas. Jetzt habe ich eigentlich was vorbereitet, was genau daran anschließen sollte, aber ich sehe das nicht. Wo steht das, was ich ihm übergeben sollte? Ach, dann machen wir das anders. Andreas, dann kriegst du das von meiner Frau überreicht. Also Idealismus braucht hier auch hin und wieder mal Windfestigkeit. Möge dir diese Flasche, selbst bei Windstärke 13, eine Motivationshilfe sein. Die Flasche steht nämlich schief und sie ist deinem Anspruch entsprechend nachhaltig aus der Region. Eine Flasche Rum der Firma Johansen aus Flensburg, die heißt Windstärke 13. Andreas, du hast in der Windstärke 13 für die Piraten dich sehr, sehr gut bewährt. Vielen Dank nochmal.
vielen Dank, Wolfgang, für die warmen Worte. Es stimmt, ich war letzte Woche wirklich ein bisschen zornig, aber ich will jetzt auch nicht zu lange reden und Wolfgangs Rede unterbrechen. Ich bin jetzt wieder wohlauf, weil, wie gesagt, wir konnten, wie Wolfgang es gesagt hat, das konnte alles gut geregelt werden. Ich werde nachher noch ein paar Worte an euch richten und jetzt will ich erstmal unseren Vorsitzenden weiter sprechen lassen, weil der hält ja eine gute Rede. Ja, aber es ist ja auch so, wenn es am besten ist, soll man aufhören. Das mache ich jetzt auch gleich. Warum habe ich das am Ende eingefügt mit dem Verbrennen, mit dem Motiviertbleiben und dass man sich engagiert? Es ist echt nicht leicht, angesichts der derzeitigen demoskopischen Voraussagen, sich zu motivieren. Aber ich habe noch ein paar Worte, die ich euch mitgebe und die euch offensichtlich auch in dieser Woche mit dem gemeinsamen Brief von Patrick und mir erreicht haben. Wir alle müssen uns in den nächsten Monaten immer wieder selbst motivieren. Auf uns kommt eine extrem anstrengende Zeit zu. Und ich erinnere mich an das Frühjahr 2012 so gut wie gar nicht. Das heißt, ich weiß nur, dass ich nur unterwegs war. Ich habe so ein, zwei Highlights noch im Kopf, aber die Zeit von Februar bis so Ende April ist eigentlich bei mir im Flug vorbeigegangen. Ich habe da keine Erinnerungen dran, was ich sehr bedauere, weil es eine geile Zeit war. Aber ich wollte damit beschreiben, was auf uns zukommt, auf jeden von euch, der mitmacht. Solange unsere Demokratie noch so ist, dass sie diese Partei braucht, so wie ich es beschrieben habe, solange das noch so ist, ist es eine Frage von Verantwortung. Eine Frage von Verantwortung im Einzelnen, aber auch eine Frage von Verantwortung in der Gemeinschaft. Und ob innerhalb und außerhalb von Parlamenten, wir werden gebraucht. Ich danke euch, dass ihr das so seht wie ich, dass ihr mir dabei helft und ich danke euch insbesondere dafür, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ich wünsche uns allen einen schönen Parteitag. Applaus